1, 2, 3. Heute startet die Farb-Challenge. Möchtet ihr euren Tag auch bunter gestalten? Lasst uns doch eine neue Farb-Challenge starten. Wir beginnen mit der Challenge und gehen ins Einkaufszentrum. Der Schiedsrichter entscheidet, welche Farbe jeder bekommt. Süßigkeiten werden uns dabei helfen. Mal sehen. Pink, Blau und Grün. Das Spiel beginnt. Los, kommt! Wir benutzen die Rolltreppe. Zuerst gehen wir in die Eisdiele. Eure Mission ist es, ein Eis in eurer Farbe auszuwählen. In Ordnung? Hey, das ist eine ziemlich leckere Mission. Kommt, wir gehen weiter. Jetzt machen wir einen Einkaufsbummel. Das ist einfach. Heutzutage kann man alles in jeder Farbe finden. Alle Farben des Regenbogens. Es ist also keine große Sache, die passenden Farben auszuwählen. Mal sehen, wie weit die Mädchen sind. Zeit, in die Umkleidekabine zu gehen. Und, seid ihr soweit? Wow! Ein rosa Einhornanzug, ein grüner Einteiler und ein blaues Kleid. Gute Wahl, Mädels! Man findet hier echt alles. Schade, dass wir nicht den ganzen Laden kaufen können. Diese Challenge macht am meisten Spaß. Oh, dieser Nagellack ist im Angebot. Der ist echt günstig. Und natürlich gibt es die Farbe Pink. Die nächste Aufgabe ist besonders interessant. Make-up. Wow, diese Auswahl. Welchen Lidschatten soll ich wählen? Diesen? Oder ein Lidschatten, der glitzert? Ich kann mich nicht entscheiden. Es gibt so viel. Lipgloss. Bunte Wimperntusche. Wir haben alles, was wir brauchen, um uns umzustylen. Bei der Challenge geht es aber nicht nur um Schönheit. Zeit einzukaufen. Jeder bekommt einen Einkaufswagen. Und natürlich darf jeder nur die passende Farbe einkaufen. Okay, fangt an. Jeder braucht auch Hygieneprodukte. Ihr dürft Shampoo nicht nach Haartextur auswählen. Die Flasche muss dieselbe Farbe haben. Gesichtsmasken, Reinigungsmittel, Feuchtigkeitscremes. Ich wette, keiner hat jemals so eingekauft. Jetzt kommen die Lebensmittel dran. Pralinen und Kuchen. Oh ja, ein Glück gibt es diese Schokolade in meiner Farbe. Oreo-Eis. Pinke Sachen gibt es auch genug. Das läuft doch super. Die Wagen der Mädels füllen sich langsam. Sie haben alles gefunden. Jetzt kommt die Obst- und Gemüseabteilung. Und unser grünes Mädchen hat besonders viel Glück. Sie kann Avocados, Lauch und grüne Äpfel ergattern. Okay, seid ihr fertig? Zeit, zur Kasse zu gehen. Das hat echt Spaß gemacht. Einen ganzen Tag eine Farbe einzukaufen, ist ein wahres Abenteuer. Okay, Zeit, sich umzuziehen. Schaut euch meinen grünen Pulli an. Gute Wahl. Das pinke Mädchen bekommt ein pinkes T-Shirt. Und du? Du trägst ein blaues Sweatshirt. Wow, was für knallige Farben. Jetzt kommt aber das Make-up dran. Das blaue Mädchen benutzt den blauen Lidschatten. Und auch den blauen Eyeliner. Dann fehlt noch blaue Wimperntusche. Wow, das sieht ungewohnt aus. Und wie schminkt sich das grüne Mädchen? Eine saftige grüne Maniküre wäre nicht schlecht. Und jetzt zum dritten und letzten Schritt. Das pinke Mädchen benutzt natürlich pinkes Make-up. Jetzt kommt noch der Barbie-Lipgloss-Effekt. Super! Und jetzt sind die Perücken dran. Pink, blau und grün. Was für eine Transformation!
Sie sehen aus wie bunte Aliens. Das Zimmer muss natürlich auch farblich passen. Unsere Teilnehmer müssen alles passend dekorieren. Ein pinkes Poster, ein weiches Sofa, ein Tisch, viele süße kleine Accessoires. Ein Notizbuch, ein Einhorn, was für ein süßes kleines pinkes Puppenhaus. Das blaue Zimmer sieht auch super modern aus. Kühle blaue Wände, tolle Regale und passende Dekorationen. Eine blaue Stehlampe. Aber reicht das auch aus? Ich weiß, was wir noch brauchen. Einen riesigen blauen Ballon. Jetzt schauen wir uns das grüne Zimmer an. Es ist so frisch und gemütlich. Es fehlen aber noch ein paar Sachen. Zimmerpflanzen und auch Gemälde. Und das Sofa bekommt eine flauschige grüne Decke. Oh, und noch ein paar Luftballons. Tolle Arbeit, Mädels. Ihr habt das super gut hinbekommen. Hut ab. Zeit für eine kleine Pause. Jeder schaut sich die anderen Zimmer an. Aber ihr dürft nicht die Regeln brechen. Jetzt könnt ihr schöne bunte Fotos machen. Trinkt etwas Erfrischendes und esst ein paar Leckereien. Hey, das ist mein Getränk. Du bekommst einen blauen Riegel und du grüne Pringles. Ah, die Pause tut gut. Zeit, in die Küche zu gehen. Jemand macht Gelee, aber nicht irgendein Gelee. Da sind leckere blaue Süßigkeiten drin. Oh, und das grüne Mädchen stellt grünen Teig her. Und rosa Leckereien scheinen auf der Speisekarte zu stehen. Jeder ist in ihrem Element. Gelee, grüner Teig wird ausgerollt. Und dieser Teig wird in herzförmige Formen gegossen. Aber das ist noch nicht alles. Trennt das Eigelb vom Eiweiß und fügt blaue Lebensmittelfarbe hinzu. Dekoriert die fertigen Kekse mit rosa Zuckerguss. Fügt auch Beeren hinzu. Wow! Oh, das grüne Mädchen macht wohl eine leckere Pizza. Sie verwendet keine Soße, sondern Algen. Und Erbsen. Und eine Avocado. Grüne Paprikas schmecken auch ganz gut. Und grüner Käse darf auch nicht fehlen. Ja, sie wird Schimmelkäse verwenden. Was steht auf der Speisekarte? Grüne Pizza. Blaue Rühreier mit einem Eigelb in der Mitte und einem passenden Dessert. Oh, süße rosa Herzen. Auch bei dieser Aufgabe haben die Mädchen wirklich gute Arbeit geleistet. Esst alles auf, ihr bunten Aliens. Ihr werdet für die nächste Challenge viel Energie brauchen. Jetzt darf jeder sogar die Haustiere mitbringen. Die kleine Bella bekommt ein rosa Band und ein rosa Leckerbissen. Sie hat auch Spaß, das sieht man. Ich mache ein paar Bilder, damit ich mich immer daran erinnere. Sassy die Katze kommt auch nicht zu kurz. Sie hat bereits ihre eigene hellgrüne Matte. Oh, und sie probiert neues Essen. Und sie hat ein schönes grünes Halsband. Okay, jetzt können wir spielen. Und ihre Augen sind auch grün. Ist das nur Zufall? Wer weiß. Fotos dürfen auch nicht fehlen. Und was macht das blaue Mädchen gerade? Wer versteckt sich da? Der kleine Igel. Es sieht so gemütlich aus. Da kriecht er über seine Besitzerin. Na, du Süßer? Yoga in einer grünen Umgebung macht besonders viel Spaß. Sie findet die innere Harmonie, die Ruhe und Ausgeglichenheit. Und grüne Augenmasken beruhigen die empfindliche Haut. Währenddessen kreiert unser blaues Mädchen einen einzigartigen Look. Sie trägt Glitzer auf.
Sie sieht wirklich aus wie ein Alien. Und in dem rosa Zimmer trägt jemand eine Schweinemaske. Es ist aber nur eine Gesichtsmaske. Jetzt treffen sich alle wieder im Wohnzimmer. Ihr seht echt toll aus. Aber die 24 Stunden sind fast vorbei. Das bedeutet, dass die Challenge auch vorbei ist. Lasst uns ein paar Selfies zusammen machen. Wow, wir sind so bunt. Warte, wessen Glitzer ist das? Wir dürfen die Farben nicht mischen. Vielleicht sollten wir Abstand halten. Noch ist die Challenge nicht vorbei. Eine Farbchallenge ist wirklich ein lustiges Abenteuer. Welche Farbe würdet ihr wählen? Schreibt es uns, wir sind gespannt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.